Hallo, ich möchte euch in diesem Video das Trivialkriterium vorstellen, mit dem ihr die Divergenz von Reihen zeigen könnt. Das Trivialkriterium als solches lautet, wenn die Reihe von k gleich 1 bis unendlich ak konvergiert, dann ist die Reihe ak eine Nullfolge. Das heißt, wir haben eine Implikation der folgenden Form: Wenn wir eine konvergente Reihe haben, dann besagt das Trivialkriterium, dass die Summandenfolge eine Nullfolge ist. Nun habe ich euch ja eingangs erzählt, dass man das Trivialkriterium benutzen kann, um die Divergenz von Reihen zu zeigen. Jetzt stellt ihr euch vielleicht auch die Frage, okay, wie kann man das mit diesem Satz machen? Man kann hier die Kontraposition verwenden, um diesen Satz so zu ändern, dass man die Divergenz einer Reihe zeigen kann. Ihr erinnert euch vielleicht daran, was die Kontraposition ist, die besagt, wenn wir eine Implikation der Form aus A folgt B haben, dann ist diese äquivalent dazu, als wenn wir die Implikation haben aus nicht B folgt nicht A. Wenn wir nun die Kontraposition auf diese Implikation anwenden und sagen, hier, das ist unser A, das ist unser B, dann erhalten wir die Implikation nicht B und daraus folgt nicht A. Und dementsprechend erhalten wir Folgendes, wenn A, K, K Element N keine Nullfolge ist, dann folgt daraus die Negation der A, also dass die Reihe k gleich 1 bis unendlich ak divergiert. Wir haben so ein Kriterium gefunden, um die Divergenz einer Reihe zu zeigen. Man muss nur zeigen, dass die Summandenfolge keine Nullfolge ist. Schauen wir uns dies an zwei Beispielen an. Zunächst haben wir hier die Reihe über minus 1 hoch k. Die Folge minus 1 hoch k ist eine divergente Folge, dementsprechend keine Nullfolge und deswegen besagt das Trivialkriterium, dass diese Reihe divergiert. Ein weiteres Beispiel ist die Reihe über die k-te Wurzel aus 4. Wir wissen, der Limes für k gegen unendlich von der k-ten Wurzel aus 4 ist 1. Das ist nicht 0, dementsprechend ist hier die Summandenfolge keine Nullfolge und das Trivialkriterium besagt wiederum, dass diese Reihe divergent ist. Ich möchte abschließen mit einer Warnung. Wir haben zwar jetzt gesehen, dass wenn die Summandenfolge keine Nullfolge ist, dass dann die Reihe divergiert, aber das heißt nicht, dass wenn die Summandenfolge eine Nullfolge ist, dass dann die Reihe konvergent sein muss. Das klassische Gegenbeispiel ist die sogenannte harmonische Reihe. Hier haben wir die Summandenfolge ak gleich 1 durch k. Und auf der einen Seite haben wir zwar, dass diese Folge eine Nullfolge ist, die Reihe über die harmonische Folge, also die Reihe k gleich 1 bis unendlich 1 durch k, diese divergiert. Das ist die sogenannte harmonische Reihe und bei ihr kann man zeigen, dass sie divergent ist. Fassen wir also zusammen, das Trivialkriterium ist eine Möglichkeit, die Divergenz einer Reihe zu zeigen. Wenn du zeigen kannst, dass die Summandenfolge keine Nullfolge ist, dann muss die Reihe divergieren. Aber aus der Tatsache, dass die Summandenfolge eine Nullfolge ist, können wir nichts über das Konvergenzverhalten der Reihe aussagen. Das klassische Gegenbeispiel ist hier die harmonische Reihe.